Guten Abend, Herr Höcke. Schönen guten Abend, Herr Zapparoni. Wieder ein erfolgreicher Wahlabend für die AfD. Ist es nun Ihr Verdienst oder der der Partei? Das würde ich niemals sagen, dass das Verdienst eines Einzelnen ist. Das ist immer eine Mannschaftsleistung in der AfD. Und ich bin wahnsinnig stolz auf diesen Erfolg, den wir heute hier eingefahren haben, der tatsächlich als historisch zu bezeichnen ist. Niemals ist es einer Landtagspartei in Thüringen gelungen, ihr Stimmenergebnis mit über 100% zu steigern. Wir haben hier wirklich Landtagsgeschichte geschrieben, Parteiengeschichte geschrieben. Und es ist ein fantastisches Gefühl. Aber Ihre Positionen sind auch in Ihrer Partei nicht unumstritten. Ihre Partei hat mehr als 23% geholt. Sie persönlich liegen in Umfragen bei gerade mal 14% Zustimmungswerten. Da könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, Sie sind da so ein Klotz am Bein der Partei. Naja, wenn Sie mir die Frage stellen, dann muss ich die Frage natürlich zurückgeben. Warum haben mich die etablierten Medien zum Teufel einer Nation stilisiert, der ich tatsächlich nicht bin? Also das ist einfach natürlich so ein bisschen Schaden, den Sie nicht persönlich, sondern Ihre Vertreter angerichtet haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass die AfD-Vertreter nicht gut wegkommen in den Medien, in den etablierten Medien, und die Partei immer noch durchschnittlich über den Werten der einzelnen Protagonisten unserer Partei liegen. Aber das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch ändern. Na, da sind Sie zuversichtlich, und mit Verlaub, ich glaube nicht, dass wir Sie verteufelt haben, sondern wir haben Sie einfach konfrontiert mit den Positionen, die Sie selber an den Tag legen. Aber bleiben wir mal bei dem, was da heute passiert ist. Sie haben gesagt, Sie würden gerne mitregieren. Mit wem könnten Sie sich denn eine Zusammenarbeit vorstellen? Uns geht es vor allen Dingen um Inhalt. Das haben wir immer deutlich gemacht. Wir haben auch immer deutlich gemacht, dass wir eine bürgerlich-patriotische Partei sind, die staatspolitische Verantwortung tragen will und auch schon getragen hat in den letzten 5 Jahren im Thüringer Landtag. Wir haben, denke ich, eine exzellente parlamentarische Arbeit gemacht. Wir waren jetzt 5 Jahre in der Opposition. Ja, wir wollen regieren. Wir haben den Willen zu regieren. Wir wollen dieses Land gestalten. Und fast ein Viertel der Thüringer Wähler hat gesagt, so geht es nicht weiter, haben den Kartellparteien die dunkelgelbe Karte gezeigt. Dieses Land braucht einen Neuanfang. Und das geht mit der AfD. Naja, wenn Sie Kartellparteien und solche Geschichten sagen, also das ist ja jetzt nicht unbedingt unser Anliegen, dass wir da Sie versuchen, aus diesem Landtag rauszuhalten. Dennoch ist es so, niemand will mit Ihnen koalieren. Selbst 44% der AfD-Anhänger sagen in unserer Vorwahlumfrage, Björn Höcke ist mir zu nah an rechtsextremen Positionen. Müssen Sie sich da nicht vom rechten Rand wegbewegen? Und um mal tatsächlich eine Mitregierungsoption zu halten und dass Sie eine bürgerliche Partei haben, das ist ja eher Ihre Interpretation. Nochmal, wir haben hier im Thüringer Landtag durch und durch bürgerlich-patriotische Positionen bekleidet. Und wir haben jetzt von 25% der Thüringern letztlich auch den Regierungsauftrag gekriegt. Die Regierung Ramelow ist mehr oder weniger abgewählt worden. Das Vertrauen ist der Regierung Ramelow entzogen worden. Wir brauchen jetzt einen Neubeginn in Thüringen. Und wir als AfD stehen hier zur Verfügung. Sagt der Chef einer Partei, von der der Verfassungsschutzpräsident sagt, der Flügel, für den Sie hier auch stehen, wird immer extremistischer. Und ein Gericht erlaubt es, Sie als extremistisch und als Faschisten bezeichnen zu können. Wenn wir da jetzt mal auf das Weitere, was Sie auch angesprochen haben, gucken, gibt Ihnen das jetzt für den Parteitag bei der AfD beispielsweise den Rückenwind, da auch beim AfD-Vorstand etwas in Ihrem Sinne zu verändern? Naja, zum Verfassungsschutz vielleicht nur einen Satz. Ich glaube, jeder, der eine gesunde Portion Menschenverstand hat, der weiß, dass der Verfassungsschutz mittlerweile zum etablierten Schutz verkommen ist, muss man fast schon sagen. Er wird missbraucht von den Herrschenden, und das muss sich so schnell wie möglich ändern. Wir haben hier nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen und Thüringen natürlich der Partei auch einen Hinweis gegeben, wie der Kurs der Gesamtpartei aussehen sollte, der eingeschlagen werden muss, damit diese AfD nicht nur die neue vitale Volkspartei des Ostens ist, sondern die neue vitale Volkspartei Gesamtdeutschlands. Und das ist der sozialpatriotische Kurs, der hier in Thüringen, in Sachsen und Brandenburg zu so fulminanten Wahlerfolgen geführt hat. Sagt der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank, Björn Höcke. Vielen Dank, Herr Zapparoni.